Herr P. steht vor der Tür. Er hat einen mächtigen Bart und stinkt wie ein Bock. Durch ein unverständliches Brabbeln versucht er, mir etwas mitzuteilen. Herr B. hat nämlich keine Zähne. Er ist offensichtlich ein Obdachloser. Ich verstehe nicht, was er mir sagen will. Ich verstehe nur, dass er mir etwas sagen will. Dem Tonfall nach handelt es sich wohl um eine Bitte. Die bevorzugte rhetorische Form der Obdachlosen, wenn sie sich an einen Obdachbesitzer wenden. Er insistiert und versucht mir gestikulierend sein Anliegen vorzutragen. Ich verstehe kein Wort. Ich unternehme schließlich den Versuch, seine Bitte zu erraten. Man braucht schließlich kein Hellseher zu sein, um zu kapieren, was ein Obdachloser so von einem will, denke ich mir. Ich halte ihm einen Euro hin. Er schüttelt den Kopf. Ich wundere mich. Ich erkläre ihm, dass die Zimmer im Haus alle belegt sind und dass er hier nicht bleiben kann. Erneut schüttelt er den Kopf. Als er auch mein Angebot einer warmen Speise ablehnt, bin ich mit meinem Latein am Ende. Der penetrante Gestank des Mannes hat inzwischen die Grenze des Erträglichen überschritten. Ich werde langsam nervös. Schließlich ärgere ich mich über seine prätentiöse Anmaßung. Wenn er mit nichts zufrieden ist, dann soll er alleine weiterkommen. Ich beruhige mich wieder und sage ihm, er soll ein andermal wiederkommen, wenn er weiß, was er will. Und mit einer anderen Hose, denn diese hatte er offensichtlich, mit Verlaub, vollgepisst. Er nickt erfreut und stammelt das Wort Hose. Ein Licht geht mir auf. Ich hol eine der vielen alten Hosen, die ich nicht mehr brauche, und schenk sie ihm. Erfreut zieht er seines Weges. Wer weiß, denke ich mir nach.